Hallo Leute, wir sind hier heute auf dem Expo-Gelände in Hannover zu einem Fotoshooting für Kai Dansberg, ein Singer und Songwriter aus Hannover hier, der uns jetzt für seine neuen Fotos engagiert hat. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit zu dem Shooting. So, ich wollte noch ein bisschen was zum Equipment sagen, was wir jetzt hier heute einsetzen. Wir haben bewusst nicht so viel Equipment am Start, damit wir schnell die Location wechseln können und nicht so wahnsinnig viel aufbauen müssen immer. Wir blitzen entfesselt und haben eigentlich nur einen Aufheller dabei. Everybody come inside, welcome to the show. Lots of stories about my life on the checklist. Hier das Expo-Gelände in Hannover, das eignet sich sehr gut für solche Shootings, weil man hier sehr abwechslungsreiche Locations findet, mal modern, mal durchaus so ein bisschen gediegen. Ja, also hier kann man von Mainstream-Rock bis zu moderner Musik alles machen. Sometimes I just feel lonely, and then I start to ich fotografiere mit einer Nikon D810, benutze da ganz gerne für solche Shootings das 85-1.8. Und wenn die Perspektive so ein bisschen krasser, ein bisschen weitwinkliger sein soll, was jetzt hier bei so einem Shooting mit einem Musiker wahrscheinlich häufiger der Fall sein wird, dann benutze ich ganz gerne das 24-70 von Nikon Blende 2.8. Zum Aufhellen benutze ich diesen Aufheller hier von Forex. Der ist ähnlich wie die Sachen von California Sunbounds, ist aber lange nicht so teuer und der hat hier hinten auch eine sehr schöne Stativhalterung noch dran. Die habe ich jetzt zwar nicht dran gebaut, die ist aber dabei und hat dann verschiedene Bespannungen. Zum Beleuchten nehme ich sehr gerne meine Speedbox 70. Zum einen, weil sie einen schönen runden Reflex im Auge gibt und im Zweifel auch auf der Brille. Zum zweiten finde ich jetzt gerade die Speedbox 70. Die ist nicht zu groß, nicht zu klein, lässt sich super handeln, auch bei ein bisschen Wind. Ich benutze sie sehr gerne nur mit dem Innendiff. Da ist das Licht schon relativ weich, aber bleibt so ein bisschen gerichtet. Ja, wenn ich den Außendiff noch davor mache, dann ufert mir das Licht ganz oft zu sehr aus und macht die Umgegend auch viel zu hell, wie ich finde. Genau, antreiben tue ich das Ganze hier mit meinem Speedlight 910. Der hat ein bisschen Power, der lässt sich aber sehr schön in dieses Nikon CLS-System, also dieses Creative Lighting System einbinden. Heißt, ich kann den komplett von der Kamera aus steuern.
Hat den Nachteil, dass wenn ich zu nah ans Modell rangehe, dieser Aufklappblitz stört und auch schon Licht aufs Modell wirft. Ja? Dieser Aufklappblitz, den brauche ich aber, um den Blitz anzusteuern. Benutze ich dieses System von Yongnuo, diese Funkauslösung, die hat den Vorteil, dass ich weiter mit der TTL-Technik arbeiten könnte. Das heißt, ich brauche gar nichts groß steuern oder wie auch immer. Bin sehr flexibel, kann von einer Location zur nächsten gehen, ohne groß zu messen. Zum Zweiten hat die den Vorteil, die unterstützt auch die Highspeed-Synchronisation. Heißt, ich könnte auch schnellere Verschlusszeiten als meine Blitzsynchronzeit von einer 250. Sekunde machen. Kann also auch mal Gegenlichtaufnahmen bei praller Sonne machen und dagegen blitzen.